Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute tritt das 10. Land bei diesem Wettkampf an. Länderwettkampf der besten Allrounder. Hat es ja schon ziemlich geknastert, speziell wenn es um die Platzierung geht. Einige Überraschungen dabei gewesen. Heute startet Spanien. Spanien, tolle Hunderassen. Ein Land, welches für Jagdhunde, Baggerrassen, Herdenschutzhunde bekannt ist. Das einzige Problem ist, dass wir bei Spanien eher Spezialisten haben als Profis. Was genau ich damit meine, das erkläre ich dann zum Ende des Videos hin. Dennoch, ich habe mich bemüht, hier eine halbwegs ausgewogene spanische Mannschaft ins Rennen zu werfen. Und sehen wir uns mal an, wer oder welche die 10 Hunderassen sind, die hier für Spanien antreten. Das ist zuerst mal der Togo Canario oder auch Presa Canario. Aufpassen, ich weiß schon, hier kann man sich schnell die Finger verbrennen. Wenn man von einem und demselben Hund spricht, ja, es war ursprünglich mal ein und derselbe Hund, da gab es Schwierigkeiten mit der Bezeichnung Presa Canario. Presa bedeutet nichts anderes als packen. Dieser Name wurde da irgendwie von den großen Verbänden versucht, vernichtet zu werden. Ja. Dennoch, es gibt nach wie vor eine eingeschworene Gemeinschaft, die diesen Hund weiterhin unter dem Namen Presa Canario züchtet. Es hat sich dann da irgendwie der Togo Canario entwickelt, wo man heute sagt, der Togo Canario und der Presa Canario sind zwei völlig verschiedene Hunderassen. Der Presa ist aber, einfach ausgedrückt, die arbeitstaugliche, schlankere Variante des Togos, während der Togo Canario der wuchtigere, substanzvollere Presa Canario ist, der sich eher für Shows eignet. Aber auch das stimmt nicht immer. Ja. Es gibt wahnsinnig arbeitstaugliche Togo Canarios und natürlich auch Presas, die mehr oder weniger nur für Shows da sind. Sie verstehen schon, was ich meine. Dennoch, ich möchte hier weder das Presa Canario Lager noch das Togo Canario Lager beleidigen oder irgendwie, da weiß ich nicht, falsch beschreiben. Aber trotzdem möchte ich den Togo Canario und den Presa Canario hier als einen Hund ins Rennen werfen. Ja, ist so. Der zweite Hund ist der Cadebou de Mallorca oder wie wir in Österreich sagen, Mallorca. Bulldogge. Ein toller Hund, ein toller kleiner Molosser, der Ähnlichkeiten körperlich mit den Bulldogger-Rassen vorweist, aber charakterlich völlig anders funktioniert. Herrlicher Hund, von welchem ich noch ein Video bringen möchte. Also der zweite Hund, der Cadebou. Dann einer der bekanntesten Herdenschutzhunde Spaniens, eine der größten und schwersten Hunderassen der Welt, der Mastino Español. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir besaß mal eine Hündin, sehr große, wuchtige, substanzvolle Herdenschutzhunde, die schon weit mehr in das Lager der klassischen Molosser hineinschlagen als in das Lager der Herdenschutzhunde optisch. Ja. Dann einen ganz typischen Herdenschutzhund aus Spanien, nämlich den Pyrenäen Mastiff, der Ähnlichkeiten vorweist mit Pyrenäen Berghund, polnischen Tatrahund, in diese Richtung geht. Den spanischen Wasserhund, ähnlich wie der portugiesische Wasserhund, aber auch Ähnlichkeit mit dem Lagotto Romagnolo. Selbstverständlich gibt es Unterschiede, anatomische und charakterliche, aber diese Wasserhunde sind alle irgendwie ähnlich, ja, müssen sie auch sein, aufgrund ihrer Spezialisierung, möchte ich mal sagen. Der Budenco Ibikenko, ein toller Jagdhund, der Kategorie der Windhunde angehört. Dasselbe gilt für den Podenco Canario. Sieht ihm sehr ähnlich, sind nah miteinander verwandt, wurden auch zumeist für dieselbe Art Jagd verwendet oder werden für dieselbe Art Jagd verwendet. Der Ratonero, dessen Name länger lauten würde, aber kurz gesagt, Ratonero, wozu dieser Hund früher gebraucht wurde, vielleicht auch heute noch gebraucht wird, das kann man schon erahnen beim Namen Ratonero. Toller Hund, Terrier ähnlich,
wachsam, quirlige Abteilung, schön noch dazu. Der katalanische Schäferhund, ein wunderschöner und typischer Schäferhund mit ziemlich eckigem Charakter, möchte ich sagen. Ähnliches gilt für den Mallorca oder Mallorca Schäferhund, der ebenfalls einen typischen Schäferhund darstellt. Das sind die 10 Hunderassen, die Spanien heute bei diesem Wettbewerb vertreten. Und wir legen gleich mit diesen Kapazundern los. Beginnen wieder mit der ersten Eigenschaft, das ist der Gesellschaftstauglichkeit. Und hier erreichen die Hunde aus Spanien 72 von 100 Punkten. Hunde wie ein Dogo oder Preso Canario, Cadebou, schlagen in ähnliche Kerbe hinein wie Bull Terrier. Dass die Bull Terrier Hunde sind, die speziell heutzutage aufgrund, sie wissen schon wegen was, häufig nicht so gern gesehen sind, mit Abneigung empfangen werden, wenn sie irgendwo mit ihnen erscheinen, das ist keine Überraschung, für gar keinen. Ja. Dogo und der Preso Canario schlagen schon in diese Richtung hinein, wie riesige Amstaffs, riesige American Pitbulls. Das tut auch der Cadebou, die Mallorca Bulldogge. Also, es kann sehr leicht geschehen, dass wenn sie Besitzer eines solchen Hundes sind und irgendwo auf öffentlichen Räumen mit großen Menschenansammlungen mit diesen Hunden erscheinen, dass sie das eine oder andere die eine oder andere negative Reaktion erfahren von Menschen, die hundetechnisch etwas dünnhäutig sind. Mit dem Mastino Espanol kann ihnen das sowieso geschehen. Dieser Hund ist oftmals groß wie ein Berg, also Mastino Espanols mit über 90 cm Schulterhöhe und mit über 90 Kilo Gewicht sind keine Seltenheit, zählen zu den substanzvollsten Hunden auf der ganzen Welt, haben einen riesen Kopf wie ein Büffel. Also wenn sie mit so einem Hund um die Ecke kommen, kann es schon sein, dass sich der eine oder andere erschreckt. Was ist das? Sie verstehen, was ich meine. Gilt auch ähnlich für den Pyrenäen Mastiff, der sehr viel Substanz mitnimmt, klar erkennbar ein Herdenschutzhund ist. Auch die Herdenschutzhunde genießen heutzutage nicht den besten Ruf in der Gesellschaft, aus verschiedensten Gründen. Doch dann wird's schon etwas entspannter. Mit dem spanischen Wasserhund werden sie höchstwahrscheinlich überall recht willkommen sein. Podenco, Ibikenko, Podenco, Canario, das sind Hunde, die angenehm auf die Gesellschaft wirken. Und der katalanische Schäferhund sowie auch der Mallorca Schäferhund, das sind ebenfalls in diese Richtung eher unauffällige Hunde. Ja? Deswegen 72 von 100 Punkten bei der Gesellschaftstauglichkeit. Trainierbarkeit. Exzellent zu trainierende Hunde haben sie hier überhaupt keine dabei. Meiner Meinung nach. Jeder Hund ist trainierbar. Doch es gibt eben diese Trainierbarkeitsprofis und es gibt Hunde, ja, die sind trainierbar. Verstehen Sie, was ich meine? Mit Sicherheit laufen da draußen Dogo Canaris, Preso Canarios herum, die einen Gehorsam vorzeigen wie der tollste deutsche Schäferhund, wenn er gut trainiert ist. Davon bin ich überzeugt. Dennoch, der typische Rassevertreter hat nicht derartigen Will to Please, weist nicht derartige Lernwilligkeit vor wie der typische Gebrauchshund das tut. Dasselbe gilt für den Cadebou, auch für den Mastino Espanol und den Pyrenäen Mastiff. Das sind Herdenschutzhunde, die klarerweise auch trainierbar sind, aber nicht zu den Spezialisten gehören in diesem Gebiet. Spanischer Wasserhund, Podenco, Ibikenko, Podenco Canario, Jagdhunde. Jagdhunde sind, also echte Jagdhunde. Jagdhunde sind sehr häufig sehr selbstständige Hunde. Entwickeln manchmal etwas Dickköpfigkeit, sind nicht ganz so lernbereit wie der Dobermann, der deutsche Boxer, in diese Richtung hinein. Auch wenn sich das oftmals nur gering voneinander abweicht, ist es so. Auch der Ratonero ist ein Hund, der sehr quirlig, sehr temperamentvoll ist, empfänglich für Tricks und für Kommandos, auf jeden Fall, aber ist nicht der typische Trainierbarkeitsspezialist. Katalanischer Schäferhund, Mallorca Schäferhund, Schäferhunde, ja, aber eher noch urtümlichere Arbeitshunde, Hunde, die noch nicht so in diesem Spiel mit dabei sind, wie es andere Schäferhunderassen sind, die oftmals heute vom Arbeitshund schon zum Begleithund mutiert sind, deutscher Schäferhund,
Mali und so weiter. Deswegen bei der Trainierbarkeit für die Hunde aus Spanien 67 von 100 Punkten. Die Führigkeit, ja, erreichten sie einen Punkt mehr, 68 von 100 Punkten. Aber wirklich sehr einfach, zu führende Hunde haben sie hier bei den Spaniern nicht dabei. Ja, Dogo Canario, Preso Canario, Cadepú, Mallorca Bulldog, das sind Hunde, erstens mal haben die extrem viel Power. Und wir wissen, selbst der gehorsamste Hund kann mal etwas tun, was sie nicht möchten. Das mit der Power trifft natürlich auch auf den Mastino Español und den Pyrenäen Mastiff zu, die noch dazu typische Herdenschutzhunde-Charaktere vorzeigen können. Und die sind nicht immer in der Kategorie einfach zu Hause. Verstehen Sie, was ich meine? Spanischer Wasserhund. Sehr bewegungsfreudiger, triebiger Hund. Podenco Ibikenko, Podenco Canario, Ratonero, obwohl dieser Hund recht wenig Substanz hat. Sehr triebig. Die beiden Schäferhunde, das sind alles Hunde, die entweder Ecken und Kanten haben, vielleicht etwas dickköpfig sein können oder ruhiger sind, dafür überaus viel Kraft vorweisen. Also zählen diese Hunde nicht zu den führigsten Hunden der Welt. Sie wissen, was ich meine. Deswegen bei der Führigkeit 68 von 100 Punkten. Verträglichkeit, hier erreichten sie ebenfalls 68 Punkte. Nun, ich möchte sagen, dass eventuell der spanische Wasserhund, der Podenco Ibikenco, der Podenco Canario, von diesen 10 Vertretern die geselligsten sind, wenn sie den typischen Rassevertreter darstellen. Dogo und Preso Canario, Cadepú, die können schon etwas Dominanz zeigen, Artgenossen gegenüber. Das gilt natürlich auch für die Herdenschutzhunde. Herdenschutzhunde sind im Erwachsenenalter häufig dominant gleichgeschlechtlichen Artgenossen gegenüber. Der Ratonero ist ein kleiner, quirliger Kerl, der sich sicher nicht alles gefallen lässt, aber auch kein typischer Raufbold ist. Und die beiden Schäferhunde sind eben nun mal Schäferhunde. Bei denen ist es oft so, dass sie schon ziemliches an Ellbogen zeigen können, Artgenossen gegenüber. Ist nicht schlimm, es gibt unverträglichere Hunde, gar keine Frage, aber es sind eben Hunde dabei, die manchmal etwas mehr funktionieren als so, wie du im Wald reinrufst, so schallt es auch wieder hinaus. Sie verstehen schon, was ich meine. Wir haben hier einige Vertreter dabei, die gern die Bosse, die Chefs im Ring sind. Deswegen 68 von 100 Punkten bei der Verträglichkeit. Leistungsfähigkeit, 77 von 100 Punkten. Sind sehr leistungsfähige Hunde dabei. Und es sind Hunde dabei, die aus verschiedensten Gründen etwas zurückstecken müssen. Ein Dogo oder Preso Canario, ein Cadepú, das sind wahnsinnig starke Hunde, die gleichzeitig aber auch ausdauernd sind, beweglich, explosiv sind. Ja, auch der schwerere Dogo Canario. Das sind schon Hunde, die mit ihrer Substanz sehr gut umgehen können. Spanischer Wasserhund, sehr schneller, ausdauernder, beweglicher Hund. Das gilt auch für die beiden Podencos, den Ibikenco und den Canario. Der Ratonero, unheimlich schnell, explosiv, etwas klein, dem fehlt halt etwas an Power. Und die beiden Schäferhunde ebenfalls, typische Schäferhunde, ausdauernd, schnell, genügend Kraft. Ja, aber bei den beiden Herdenschutzhunden hapert es ein klein wenig an Geschwindigkeit, an Explosivität, an Beweglichkeit. Die sind da eher im Lager der Körperkraft zu Hause. Wetterfest ist hier so gut wie jeder Hund. Vielleicht, dass die beiden Podencos mit Minustemperaturen nicht so gut zurechtkommen wie die anderen Hunde. Aber das bewegt sich immer noch im normalen Bereich, möchte ich behaupten. 77 von 100 Punkten bei der Leistungsfähigkeit für die 10 Hunde aus Spanien. Kategorie Wachhund. Die ist recht gut. Diese spanischen Hunderassen sind alles, bis auf die zwei Podencos vielleicht, recht gute Wachhunde. Sie haben vorzügliche Wachhunde mit dem Dogo oder Preso Canario, mit dem Cadepú, der hierbei eine tolle Alternative ist, wenn sie zum Beispiel Bullterrier-Fan sind, also Amstaff, Pit und so weiter. Und wir aber alle wissen, dass der typische Bullterrier ein eher schlechter Wachhund ist, könnte sie eventuell ein Cadepú interessieren, der optisch
ähnlich unterwegs ist, aber ein Hund mit stark ausgeprägtem Wachtrieb ist. Also, Dogo und der Preser Canario, exzellenter Wachhund. Dasselbe gilt für den Mallorca Bulldog, den Cadebou, Mastino Espanol, Pyrenäen Mastiff. Das liegt in der Sache der Natur, das sind Herdenschutzhunde, das sind die besten Wachhunde der Welt. Die beiden Schäferhunde, der katalanische Schäferhund, der Mallorca Schäferhund. Beim spanischen Wasserhund ist das so eine Sache. Das sind oftmals sehr hellhörige, aufmerksame Hunde, doch keine typischen Wachhunde. Und dasselbe gilt für die beiden Potenkus, wobei der Ratonero, der Kleine, wieder ein sehr guter Wachhund ist. Ja? Also sie haben hier sehr gute, exzellente und weniger gute Wachhunde dabei. Doch eine recht hohe Punkteanzahl für die Hunde aus Spanien, nämlich 84 von 100. Kategorie Schutzhund. Hier sind sie etwas schwächer. Hier möchte ich etwas ausholen und Ihnen das erklären. Denn Sie haben ja eigentlich im ersten Augenblick, wenn Sie so sehen, Sie haben da einen Dogo und Preser Canario dabei, Cadebou, Mastino Espanol, Pyrenäen Mastiff. Sie haben zwei Schäferhunde dabei. Lieber Zuseher, schauen Sie. Ein Dogo oder ein Preser Canario ist eine Gewalt. Hat einen extrem ausgeprägten Schutztrieb, wenn er den Rassestandard optimal vertritt. Dennoch ist dieser Hund für mich kein perfekter Schutzhund. Ich möchte Ihnen das jetzt folgendermaßen erklären und vorneweg gleich sagen, Sie müssen schon verstehen, was ich da jetzt sage. Denn wenn das Ganze etwas materialisch wirkt, ja, dann liegt das in der Natur der Sache. Denn wenn Sie einen Hund an Ihrer Seite haben und wir Menschen haben unsere Hunde schon immer beschützt und genauso haben unsere Hunde uns Menschen schon immer beschützt. Das geht 1:1 mit der Entwicklungsgeschichte Hund und Mensch. Das ist nun mal so. War schon immer so. Und wenn ein Hund mal in eine Situation gerät, in welcher er sie beschützen muss oder beschützen möchte, dann tut er das seltenst, indem er den Angreifer wegstreichelt. Ja? Also müssen Sie schon verstehen, wenn ich dieses Beispiel jetzt bringe. Denn in den wenigsten Fällen ist der Schutz durch den Hund schön, nett und lieb anzusehen. Also das sollte an jedem klar sein. Ja? Also Beispiel. Weshalb ist zum Beispiel ein Dogo Canario oder Preser Canario für mich kein perfekter Schutzhund? Ich sage Ihnen das. Dieser Hund strotzt vor Power. Also der ist körperlich weit, weit mehr dazu fähig, um sie zu beschützen. Ganz klar. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Mein Beispiel lautet folgendermaßen. Sie gehen jetzt mit einem deutschen Schäferhund, der exzellenten Gehorsam vorweist, einen tollen Charakter innehat, einen natürlich ausgeprägten Schutztrieb besitzt, auf der Straße spazieren in der Dämmerung. Die Geschichte ist jetzt frei aus der Luft gegriffen. Ja, Ihnen kommt eine Person entgegen und Sie haben eine Sekunde zu lang diese Person angesehen. Ja. Sie werden deswegen konfrontiert, warum Sie so blöd gucken. Entschuldigen sich und sagen, das war nicht böse gemeint, doch diese Person lässt nicht locker. Und das kommt eben heute mal vor. Und sagen Sie mir jetzt nicht, nein, das geschieht nicht, das ist eine Fantasy-Geschichte. Das geschieht. Ja? Es gibt genug Idioten da draußen. Ist so. Der sucht die Konfrontation und Ihr Hund ist ihm egal. Sie wollen aber da weg. Der geht auf Sie zu, zieht den Gürtel mit einer riesen Gürtelschnalle vorn und schlägt auf Sie ein. Sie erhalten ein tiefes, gaffendes Cut am Kopf und Ihr Hund schreitet ein, Ihr deutscher Schäferhund. Während Ihnen das Blut über den Kopf läuft, beißt Ihr Schäferhund diesen Aggressor, der Ihnen soeben mit der Gürtelschnalle ein Cut geschlagen hat. Sie sehen, dass der nachlässt, weil ihm der Hund überlegen ist und rufen Ihren Hund ab. Sagen wir, der heißt Junge. Junge, aus! Ihr Hund lässt ab, Sie nehmen ihn und sehen, dass dieser Aggressor Freunde hat, die diese Situation beobachtet haben und sich auf dem Weg zu Ihnen befinden. Sie packen Ihren Hund, den Junge, der aufs Kommando aus abgelassen hat, und flüchten mit ihm. Können flüchten, während der Aggressor da gebissen, zwei- oder dreimal gebissen am Boden sitzt und vor Schmerzen wimmert und seine Freunde bemüht sind, sich zu nähern, vielleicht auch alle mit dem Gürtel und der Schnalle in der Hand. Sie sind aber schon über alle Berge mit dem Hund, laufen davon. Jetzt machen Sie dasselbe mit einem Preser oder Dogo Canario. Ein toller Hund aus toller Linie, der zwar einen tollen Gehorsam hat, soweit es für diese Hunderasse möglich ist, ja,
einen rassetypisch ausgeprägten Schutztrieb vorweist. Und ihnen geschieht genau das Gleiche. Wir überspringen das Ganze, der lässt sich nicht abwimmeln, schlägt ihnen ein tief klaffendes Cut mit der Gürtelschnalle am Kopf. Ihr Hund geht zum Angriff über und packt ihn, ihr Präser. Sie sehen, der hat Kumpels 50 Meter weiter hinten, die diese Situation sehen und auch alle aufspringen und hinlaufen. Und sie schreien, Junge, aus! Junge, aus! Aus, sagt der Junge, aus! Und ihr Präser lässt nicht ab. Der will den vernichten, der will das beenden, weil das einfach der Draft des Präsers ist. Jetzt müssen sie Hand anlegen, sich wieder in die Gefahrenzone hineinbewegen, versuchen, den Hund zum Ablassen zu bringen. Ja? In der Zeit, wo sie das versuchen, kommen denen seine Kumpels immer näher. Sind vielleicht mit anderen Dingen bewaffnet als mit Gürtelschnallen. Ja? Und sie sind noch lange nicht über alle Berge mit ihrem Hund, weil der nicht abgelassen hat. Weil sich der in einem Dunkel drinnen befindet, aus dem sie ihn erst körperlich wieder rausholen müssen. Also indem sie Hand anlegen. Verstehen Sie, was ich meine? Und ich wiederhole mich jetzt nochmal. Solche Situationen sind niemals schön anzuhören. Aber die spielen sich so ab. Die spielen sich so ab. Es ist nun mal so. Da wird niemand weggestreichelt von ihrem Hund. Der wird attackiert, der wird gebissen, der wird gepackt, der wird geschüttelt. Ja, und dann kommt es darauf an, ob sie einen sehr guten, perfekten Schutzhund haben, der auf Kommando ablässt und das tut, was sie wollen im Adrenalinrausch. Oder ob sie einen Hund haben, der zwar körperlich dazu fähig ist, sie zu beschützen, zu dem sie aber nicht durchdringen können in solch einem Moment. Verstehen Sie, was ich meine? Und deswegen ist ein Dogo oder Preiserkanarie für mich kein perfekter Schutzhund nicht. Auch wenn sich im ersten Moment, wenn man das behauptet, viele am Kopf greifen, wie kannst du das sagen? Für mich ist das so, ja? Jetzt habe ich mich erklärt, ja? So, zurück zur Kategorie Schutzhund. Hier reichten die Hunde aus Spanien 66 von 100 Punkten. Weil eben Dogo oder Preiser Canario. Ähnliches gilt für den Mallorca Bulldog, der zwar weniger Substanz mitnimmt, aber vielleicht nur 10 Kilo leichter ist. Und immer noch ein Hund ist mit über 30 Kilo. Mastino Español, Pyrenäen Mastiff. Selbe Geschichte in Grün. Herdenschutzhunde. Holen Sie den mal aus so einer Situation wieder raus. Höchst effektiv, wenn es um die Substanz geht, um die Möglichkeit geht. Aber im Fall der Fälle seltenst bei ersten Kommando oder zweiten oder vielleicht dritten Kommando abzurufen vom schon außer Gefecht gesetzten Aggressor. Im Fall des Schutzes durch den Hund. Podenco Canario, Podenco Ibikenko, keine guten Schutzhunde. Beide nicht. Das sind beides Hunde, die zur Kategorie der Windhunde zählen. Und Windhunde, es mag den einen oder anderen Windhund geben da draußen mit ausgeprägtem Schutztrieb, aber generell sind die schlechte Schutzhunde. Ratonero, viel zu wenig Substanz. Ausgeprägter Schutztrieb da eventuell, aber nicht umzusetzen. Die beiden Schäferhunde wieder. Ebenfalls ausgeprägter Schutztrieb, aber zwei Schäferhundetypen, die nicht so kontrollierbar sind wie die üblichen verdächtigen Schäferhunde, die schon mehr zu Begleithunden mutiert sind. Das ist meine Meinung. Deswegen bei der Eigenschaft Schutzhunde 66 von 100 Punkten für die Hunde aus Spanien. Der Aktivitätenradius ist die letzte Eigenschaft und hier sind sie recht stark mit 89 von 100 Punkten. Schauen Sie, selbstverständlich bremsen hier den Aktivitätenradius der Mastino Español, der Pyrenäen Mastiff, ein wenig. Das sind Herdenschutzhunde, die Sie selten für Wanderungen begeistern können. Das sind Hunde, die eher nicht so spielfreudig sind. Also hier ist der Aktivitätenradius eher bedingt im Vergleich zu den anderen Hunden hier. Denn mit einem Dogo oder Preser Canario, mit einem Cadebou, mit den beiden Podencos, mit dem spanischen Wasserhund, dem Ratonero und den beiden Schäferhunden können sie weit mehr unternehmen als mit diesen beiden Herdenschutzhunden. Ja, egal bei welchem Wetter, wobei gesagt sein soll, dass bei diesen beiden Podencos es nicht zu kalt sein soll. Also wenn wir minus 15 Grad draußen haben und es ist nicht so ungewöhnlich in unseren Breitengraden, dann kann schon etwas knapp werden mit diesen Hunden. Also, denen müssen sie dann mit Sicherheit was anziehen und sie ständig bewegen. Gilt generell für kurzhaarige Hunde, gilt auch für den Ratonero. Doch Dogo, Preser, Canario sind recht wetterharte Hunde. Das gilt auch für den Cadebou. Ja. Also allgemein einsetzbar recht gut, bis auf die beiden Herdenschutzhunde, meiner Meinung nach. Deswegen eine Aktivität beim Aktivitätenradius 89 von 100 Punkten. Wir sind jetzt fertig mit den Spaniern.
Ja, bei diesem Vergleich haben die Spanier 591 von 800 Punkten erreicht. Das sind 73,9% Allrounder-Eignung. Und somit belegt Spanien den bis jetzt letzten, den 9. Platz. Und jetzt möchte ich mich erklären. Schauen Sie, das sind fantastische Hunde, die Spanien hier ins Rennen geworfen hat. Für mich. Der Grund, weshalb die hier bei diesem Wettbewerb nicht wirklich glänzen können, und da ist es egal, welchen der spanischen Hunderassen, die es noch gibt, außer diesen 10, sie da reinwerfen, ist, dass die Hunderassen aus Spanien zumeist Spezialisten sind und keine Profis. Und die Profis haben hier natürlich einen riesen Vorteil. Möchte ich so erklären. Wenn nehmen wir als Hund, der Masino Español ist mit Sicherheit ein perfekter Herdenschutzhund, ein perfekter Bewacher von Herden. Auch einen deutschen Schäferhund könnten sie ummodeln zum Herdenschutzhund. Davon bin ich überzeugt. Doch den können sie ummodeln für alles. Das können sie mit dem Mastino Español mit Sicherheit nicht. Denn der ist kein Schlittenhund. Der ist kein Jagdhund. Das kann der deutsche Schäferhund alles, wenn man etwas mit ihm arbeitet. Verstehen Sie, was ich meine? Deswegen sage ich, die spanischen Hunde strotzen hier vor Spezialisten, die bei ein, zwei Sachen wirklich super gut, perfekt sind. Sie haben aber wenig Profis dabei. Profis, Hunde, die alles gut können. Ja, das ist meine Erklärung. Dennoch 591 von 800 Punkten und 73,9% Allrounder-Eignung ist ein toller Wert. Und wenn man sich die Tabelle ansieht, die ich zum Schluss der Videos dann immer einblendet, kann man ja sehen, dass sich diese Hunde teilweise ganz gering nur voneinander unterscheiden. Und oft die Länder, die die schlechten Platzierungen haben, bei einigen Eigenschaften weit stärker sind als die Länder, die die besseren Platzierungen innehaben. Ist so. Ja. Und nach wie vor Deutschland mit der fast unschlagbaren Mannschaft, aber wir sind noch nicht fertig. Da kommt noch was. Ja. Am ersten Platz, verfolgt von Belgien am zweiten, dann kommt am dritten Platz die starke Schweiz. Irland ist am vierten Platz, Frankreich belegt den fünften Platz. Den sechsten Platz hat Schottland inne, dann kommt am siebten Italien, den achten Platz teilen sich England und die USA. Und den neunten Platz hat Spanien. Das nächste Land, das ist dann das elfte. Somit fehlen noch 4. 11, 12, 13, 14, 4. Fehlen noch, ja. Das hier antritt, ist Portugal. Ähnlich wie Spanien, wenn es um Hunde geht. Schauen wir mal, was Portugal bei diesem Wettkampf schafft. Ja. Gut, liebe Zuschauer, wie gesagt, am Ende dieses Videos blende ich wieder die Tabelle ein, die immer eine Heidenarbeit ist. Ja, da können Sie sich etwas orientieren. Und jetzt kann ich nur mehr sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.